Unser Massagegurt haben wir jetzt soweit gestrickt, 60 cm lang. Nun ketten wir die letzten Maschen ab. Ihr braucht noch eine Häkelnadel. So, einmal die Maschen abketten. Die letzte Masche lassen wir drin. Haben wir jetzt abgekettet. Dann nehmen wir unsere Häkelnadel und machen jetzt so einen Griff für unser Massagegurt. Machen jetzt Luftmaschen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Schauen wir, ob man da reingreifen kann. Machen wir länger, machen wir mal 20 Luftmaschen. 15, 20. Dann verbinden wir das mit der anderen Seite am Ende. Schneiden das Stück ab. So, da haben wir jetzt hier auf der Seite ein Band zum Festhalten. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Nehmen wir nochmal das Band und machen da nochmal Luftmaschen. Ups, verknoten die einmal. Meine Nadel eben aufheben. So. Und 20 Maschen auf der Seite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Verbinden das mit der anderen Seite. So, umschneiden den Rest ab und verarbeiten den Faden dann an die Seiten. Kann man auch mit der Nadel machen. Zeige ich euch jetzt mal die Fertigstellung. Habt ihr hier ein Band zum Festhalten und hier habt ihr ein schönes Massagegurt selbst gemacht. Die Fäden noch abschneiden und dann könnt ihr das schon benutzen.